Liebe Zuschauer, in der letzten Folge hatten wir angekündigt, dass wir mal nach Rolf aus dem Kassenhäuschen oder der ersten Mannschaft des TuS Ausschau halten wollten. Doch beide waren und sind noch in der sehr, sehr langen Winterpause. Dafür haben wir Coach Sven Hosiak im Fitnesszentrum Forum Pro Vital getroffen. Eine lange Pause und von daher fangen wir erstmal ruhig an am ersten Tag und werden das dementsprechend passend steigern und natürlich auch da die Hausaufgaben dementsprechend abfragen, die in gewisser Form dann auch hier mit dem Fitnessstudio auch in Kombination irgendwo rausgegeben worden sind. Hausaufgaben, Fitnessstudio? Aufmerksame Zuschauer werden sich an Folge 32 erinnern. Damals besuchte Schalkes Athletikcoach Ruven Faller die TuS-Kicker und zeigte ihnen viele praktische Übungen zum Selbermachen. Die natürlich auch gerade in der Winterpause besonders geeignet sind. Diese Art von Trainingswissen ist aber nichts, was man beim TuS für sich behält. Nein, in der renommierten Fachzeitung Fußballtraining sind genau diese Übungen jetzt enthalten. Wir haben in dieser Beitragsserie versucht, auch mit den Kollegen vom Philippka Verlag aus, vom Fußballtraining, eben auch was zu entwickeln, was also Spielern in ganz Deutschland, Amateurfußballern in ganz Deutschland auch die Möglichkeit gibt, Übungen wirklich zu trainieren in der fußballlosen Zeit und auch sonst über die Saison hinaus. Nach 6 Wochen sieht man die Fortschritte. Man sieht es von außerhalb, die Spieler sehen es, wenn sie auf dem Platz sind. Sie fühlen sich besser, sie gehen auch selbstbewusster in die Zweikampfführung hinein. Und das ist auch das letztendlich, was entscheidend ist, was dabei rauskommt. Und für alle Seiten einfach nur eine Win-Win-Situation. Also du kannst ja jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil du bist ja jeden Tag hier. Da wird der Trainer sicherlich heiß interessiert sein, ob du die Jungs hier öfter gesehen hast oder ob die sich hier seltener blicken lassen haben. Also wir waren ja grundsätzlich schon immer regelmäßig da, auch vor dem Termin. Was man jetzt eben feststellt, dass sie eben sich auch so ein bisschen an diese Trainingsprinzipien und Tipps, die dort gegeben worden sind, halten, bauen ihre Elemente dementsprechend auf und haben das Training so ein bisschen umgestellt. Also fleißig waren sie immer. Das ist natürlich schön zu hören, dass die Jungs das auch passend annehmen. Die Frage ist natürlich nur die, ob sie es auch dementsprechend in der Form auch betreiben, wie wir es dann auch wollen. Und wie gesagt, da nochmal die Hausaufgaben. Ich glaube, du hast mich im letzten Jahr irgendwann mal den Jürgen Klopp der Landesliga getauft. Du hast mich auch gerne hin und wieder mal den Felix Magath der Landesliga taufen. Also da wird mit Sicherheit auch schon mal wirklich inspizit nachgeschaut, ob da wirklich vernünftig gearbeitet worden ist. Die Jungs des TuS haltern also trotz Pause ganz fleißig. In der nächsten Woche beim Trainingsauftakt kann sich Coach Sven Hosiak dann mal ein Bild von der Verfassung seines Teams machen. Die prominenten TuS-Eigengewächse stehen schon länger wieder auf dem Trainingsplatz. Schalkes Mannschaftskapitän Benny Hövedes trainierte unter der Woche mithilfe einer Spezialmaske wieder mit der Mannschaft. Und Metze überraschte bei eisigen Temperaturen mit kurzen Hosen. Das beeindruckte selbst unseren Kameramann. So, kurzes Interview. Ja. Beim Interview musste er allerdings einigen weiblichen Fans den Vortritt lassen. Das ist auch Hut ab. Bei dem Wetter in kurzer Hose. Klar, nur die Spanier in kurzer Hose, Raul und ich. Bei dem Wetter, ganz ehrlich, macht da Training überhaupt Spaß? Ja, ich glaube, da läuft jeder freiwillig gerne, weil es sonst echt kalt ist. Das Gute für Samstag. Bin selten so gerne eingelaufen und warm gelaufen wie heute. Okay. Liebe Zuschauer, wir hoffen, dass die Stimmung beim Trainingsauftakt der ersten Mannschaft des TuS genauso gut ist wie bei Raul, Huntela und Co. Für die Jungs gibt es jetzt noch einen Gruß von Metze. Ja, ich wünsche natürlich viel Erfolg, möglichst, dass wir oben noch rankommen und vielleicht um den Aufstieg noch mitspielen können. Das wünsche ich mir persönlich natürlich und für die ersten Wochen packt eure Laufschuhe ein. TuS, Halter, mein Herz.